Ich grüße Sie alle da draußen an den Schirmen. Frau Tallich hat mir gerade gesagt, dass wenn ich hier zu weit weggehe, dann sind Sie draußen. Also insoweit soll ich mich hier nur in einem bestimmten Bereich bewegen, tue ich aber auch gerne. Ich grüße, Herr Büsche, Sie als der das auch mitzuorganisiert hat. Frau Tallich, vielen Dank dafür. Herr von Rantzau, Sie als Partner in diesem Jahr ganz besonders und die Stifterinnen und Stifter, die die Preise gestiftet haben, grüße ich natürlich auch ganz besonders herzlich, weil ohne Sie wäre das Ganze zwar auch ein Wettbewerb, aber die Spannung würde vielleicht ein bisschen rausgehen, weil man nicht so richtig zu gewinnen hätte. Insoweit mein herzliches Dankeschön. Ja, ich bin gerne Schirmherr geworden. Ach so, nee, wichtig ist ja die potenziellen Siegerinnen und Sieger, die hier jetzt vielleicht unter uns sitzen oder vielleicht auch nicht. Ja. Und die, die draußen sitzen und auch Ideen eingereicht haben und noch gar nicht wissen, vielleicht kriegen sie ja auch noch was. Also Sie alle mit einem herzlichen Dankeschön versehen, dass Sie teilnehmen, dass Sie teilgenommen haben. Weil das ist das, was das Land braucht. Ideen, Innovation. Unsere Wirtschaft, die in der Tat ja ein gutes Stück ganz gut durch die Krise gekommen ist und auf der anderen, Sie haben es gerade gesagt, Herr Büsche, auch gerade die Gründerszene ist ganz gut unterwegs gewesen. Wir haben keinen fetten Einbruch erlebt nach dem Motto, bei den Gründern tut sich jetzt plötzlich viel weniger. Hätte man denken können, weil an der Stelle ja viele sagen müssen, oh, Risiko, wer soll denn jetzt in dieser Phase irgendjemandem Geld geben dafür? Hat aber nicht stattgefunden, ist nicht passiert. Ganz im Gegenteil, wir sind, Frau Rasmus, gerade in der Phase im KfW-Gründermonitor bundesweit von Platz 10 auf Platz 3 im Ranking nach oben gekommen. Schleswig-Holstein ist ein Gründungsland, das flächenmäßig aktivste Gründungsland der Bundesrepublik Deutschland nach Berlin und Hamburg. Wer hätte auch das gedacht? 2017 war das mal fröhlich anders, da waren wir auf Platz 10. Alle haben gesagt, Startup, was soll das denn? Ja, bringt da eh nichts. Die gehen alle nach München und nach Berlin, die kriegst du nicht nach Schleswig-Holstein. Eine Kooperation mit dem Silicon Valley und bestimmte Aktivitäten im Lande, ein Accelerator in Lübeck, ein Klima, das ein bisschen dafür sorgt, dass junge Leute sagen, oh, da in Stadt, da gibt's was. Sorgt dafür, dass tatsächlich sich auch ein bisschen was tut. Insoweit bin ich immer gerne Schirmherr solcher Veranstaltungen und Ideenwettbewerbe, weil, und das ist an der Stelle vielleicht ein bisschen der Kick dabei, weil Ideen gibt's viele. Viele Leute haben super Ideen. Gerade an den Universitäten, in Forschungseinrichtungen. Und in Deutschland gibt's immer noch das Phänomen, dass aus der Idee und aus der gerade forscherischen Idee Wertschöpfung zu machen, irgendwie nicht oder begrenzt funktioniert. Was im internationalen Bereich ganz anders ist. Auf dem Campus der Stanford University im Silicon Valley sind alle Unternehmen der Weltspitze vertreten mit einem eigenen Office. Nicht nur, weil man meint, dass da kreative Köpfe unterwegs sind, sondern weil man sofort auch an die Ideen ran will. Wissen will, woran wird da geforscht und ist das für unsere Wertschöpfung wichtig? Wie machen wir daraus Wertschöpfung? Das ist etwas, wo wir in Deutschland ganz viel lernen können darüber, Gründungen tatsächlich nicht nur als Gründungen zu entwickeln, sondern die Idee als Wertschöpfung weiterzudenken. Was kann man für ein Produkt daraus machen? Was ist eigentlich das, wie man es umsetzen kann? Die Idee als solches hübsch, aber machen wir aus der Idee ein Projekt, aus dem Projekt ein Business, aus dem Business etwas, das vielleicht Sie, die Sie hier heute teilnehmen, ich sag mal, in die Lage versetzt, nicht nur ein Unternehmen daraus zu gründen, sondern nicht nur von dem Unternehmen zu leben auch noch, sondern auch andere Leute zu beschäftigen und damit anderen Menschen eine Beschäftigung zu geben. Ja, manchmal ist ja ganz viel die Rede, gerade in Deutschland, von Social Entrepreneurship. Ich sage, jeder Entrepreneur, der etwas schafft, ist eigentlich ein Social Entrepreneur, weil er Beschäftigung schafft, weil er Wertschöpfung schafft im Land. Und damit Steueraufkommen, die Möglichkeit, eine Universität zu finanzieren, Kindergärten zu bezahlen und Schulen zu finanzieren in diesem Land. Auch das ist Entrepreneurship at its best. Also insoweit, ein Ideenwettbewerb ist immer was Gutes fürs Land und in diesem Falle was ganz Besonderes. Was ganz besonders Gutes. Was mir wichtig ist, ist, dass wir eigentlich vom Instrumentarium her, und da sitzen ja jetzt alle Verantwortlichen, die nicht nur dieses Mal Stiftungsgeld rausgeben, sondern die auch das verantworten, wie wir Stiftern unter die Arme greifen wollen, eigentlich alles haben, um von der ersten Idee auch unterstützend mit unterwegs zu sein. In Schleswig-Holstein gibt es ein Gründungsstipendium. Klingt irgendwie komisch, weil eigentlich wollen wir vor der Gründung
Menschen sagen, wir fördern dich, damit du aus deiner Idee erstmal eine Gründung machst. Dafür gibt's Geld, damit du dich darauf konzentrieren kannst. Wir sind, glaube ich, eines der wenigen Bundesländer, das mit staatlicher Kohle Risikokapital in einer Seed- und Start-up-Phase organisiert. Ne? Also muss man mal sagen, das mit dem Risikokapital ist in Deutschland auch so rasend ausgeprägt. Wir machen das in Schleswig-Holstein tatsächlich mit einem gerade frisch aufgestockten, um 6 Millionen Euro aufgestockten Seed- und Start-up-Fonds, mit dem wir mit staatlichen Mitteln jungen Unternehmungen, die in der Seed-Phase sind, gerade so die ersten Ideen, die Gründung hinter sich haben, helfen, auf die Sprünge helfen wollen. Und wir haben eine weitere Chance durch alle möglichen Finanzierungsinstrumente danach, jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin unter die Arme zu greifen und zu helfen, ihre Idee in echte Wirtschaft und Gründung umzusetzen. Soweit sage ich mal, ein herzliches Dankeschön auch wieder für die hohe Beteiligung in diesem Jahr. Es zeigt, dass sich in diesem Land etwas tut, gerade in dieser Szene. Das ist gut so. Herr Böscher hat gesagt, ich müsste eigentlich auch Gründungsminister heißen. Meine Verbundenheit zu dem Thema hat vielleicht damit zu tun, dass ich mal irgendwann, bevor ich so in die Politik dann wieder zurückgekommen bin, weil ich war ja ganz am Anfang mal dabei, aber mal beim Stern Geschäftsführer war und den Deutschen Gründerpreis miterfunden habe, der 1998 ins Leben gerufen worden ist und damals mit Boston Consulting und dem ZDF und anderen groß angelegt, auch das Gründerthema ein bisschen auf die Fahnen schreibt. Denn Deutschland war kein Gründerland und Deutschland ist dann gerade so in der 2000er Jahren ein bisschen stärker dazu geworden. Nach wie vor haben wir da aber gegenüber anderen durchaus dann ein bisschen Nachholbedarf. Meine Verbundenheit zu dem Thema ist nicht deshalb groß, weil ich selber einfach nur so schön finde. Das stimmt auch. In Wahrheit sind nämlich solche Veranstaltungen total super, weil man irgendwie Ideen vorgeführt bekommt. Neue Ideen. Ich fand das doch großartig, wenn man irgendwie ein kleines bisschen neugierig ist auf das, was andere Leute noch so im Kopf haben, dann ist es doch toll, an solchen Pitches teilzunehmen und sie erklären zu lassen, was für tolle Ideen es im Lande gibt. Nein, aber weil es eben auch fürs Land so gut und so wichtig ist, weil wir diese Innovationskraft guter Ideen brauchen und deshalb Ihnen allen nochmal ein herzliches Dankeschön, allen, die mitgemacht haben und ich hoffe jetzt mal, ne, eigentlich hat man mir auf den Zettel geschrieben, plaudern Sie bitte am Anfang alle Sieger aus, dann ist die Spannung für den Tag weg. Nein, genau das Gegenteil hat Frau Thalich vorgestellt. Ich habe mich auch nicht wegbewegt, Frau Thalich, aus meinem Tanzbereich hier. Da hatten Sie schon Sorge, ne, dass der wieder so vorne rüber. Ne? Genau, das war genau das Thema. Nein, herzlichen Dank, dass Sie alle da sind. Und ich bin jetzt gespannt auf die Ideen im Ideenwettbewerb 2021-22. Herzlichen Dank. Applaus